Ergänzend zu meinen Highlights von der E3 2022 schauen wir uns heute noch einmal meine persönlichen Flops an. Dieses Jahr gab es insgesamt weniger Spiele, die ich auf dieser Liste hätte unterbringen wollen, aber ich habe noch eine ganz gute Auswahl zusammenbekommen. Denn die ein oder andere Enttäuschung war dann eben doch mit dabei. Wie das dann nun mal so ist. Los geht's! Versetzt euch in folgende Situation. Als Weltpremiere für ein brandneues Videospiel wird auf dem Summer Game Fest ein CGI-Trailer gestartet. Vorerst gehen die Spekulationen in ein paar Richtungen, aber irgendwann ist relativ klar, dass es sich um ein Spiel mit der Aliens-Lizenz handelt. Als Team von 3 Marines wird man sich wohl gegen die tödlichen Xenomorphs und eine neue Bedrohung behaupten müssen. Was für ein cooles Actionspiel mag da wohl auf uns warten? Vielleicht eine Erweiterung oder ein Nachfolger zu Aliens Fireteam Elite? Oder gar das heiß erwartete Aliens Colonial Marines 2? Der Trailer neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und schon erfolgt die Ankündigung des Titels. Aliens Dark Descent, das nächste Kapitel in der Welt der Aliens Videospiele. Aber das hier war noch nicht alles. Zum krönenden Abschluss zeigen die Entwickler noch ein paar kurze Ausschnitte aus dem richtigen Gameplay dieses neuen Titels. Und noch nie wurden unsere Erwartungen bezüglich eines neuen Aliens-Spiels so schlagartig ausgelöscht. Aber was ist Aliens Dark Descent denn nun eigentlich? Nun ja, wie soll ich sagen? Es ist ein Top-Down-Shooter! Deswegen war der so hässlich, der Trailer. Ach Leute. Wiedersehen macht Freude. Redfall von Arkane Studios war bereits im letzten Jahr unter meinen E3-Flops zu finden, doch dieses Mal können wir etwas konkreter werden. Am grundlegenden Konzept gibt es erstmal nicht so viel auszusetzen. In einer offenen Spielwelt kann man alleine oder im Koop den Kampf gegen blutrünstige Vampire und fanatische Kultisten aufnehmen. 4 spielbare Charaktere wird es geben, alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die in Feuergefechten oder beim Schleichen hilfreich sein werden. Zudem wird es auf der Seite der Vampire besondere Gegnertypen geben, die das Gameplay spannender gestalten sollen. Die Grundidee ist Left 4 Dead nicht unähnlich und hier liegt auch schon mein großes Problem mit diesem Projekt. Redfall ist natürlich weiterhin ein Spiel, das ich nicht von Arkane Studios haben will. Ihre Stärke liegt in meinen Augen bei immersiven Einzelspielererlebnissen und ihre letzte Veröffentlichung Deathloop hat es schon nicht geschafft, an ihre alten Qualitäten anzuknüpfen. Und jetzt machen sie ein Koop-Spiel, das mich von der ganzen Aufmachung her an das vollkommen gescheiterte Back 4 Blood erinnert. Trotz des ernsten Szenarios hauen die divers gestalteten Charaktere lockere Sprüche raus, als wäre die Vampir-Apokalypse ein ganz großer Spaß. Mit lustig eingefärbten Waffen voller Sticker und bunten Fähigkeiten wird dann der letzte Rest Immersion vollkommen ruiniert. Inhaltlich wird das Spiel total auf Player-Investment ausgelegt sein. In erster Linie bedeutet das Skins für Waffen und Charaktere, denn dadurch bleibt die Hintertür für Mikrotransaktionen offen. Bethesda hatte genau das bereits in ihrem Koop-Shooter Wolfenstein Youngblood umgesetzt. Es ist also nicht allzu abwegig. Aber auch was die Progression angeht, wissen wir bereits, dass Redfall Skilltrees mit Fähigkeiten für die Figuren und ein Waffensystem mit verschiedenen Wertigkeiten wie in einem Rollenspiel haben wird. Ich kann solche Spiele echt nicht mehr sehen. Sie sind vollkommen seelenlos und inhaltlich austauschbar und das sind Eigenschaften, mit denen Spiele von Arkane früher nie assoziiert wurden. Ich hoffe, dass Redfall für ein paar Leute zumindest halbwegs nett wird, aber ich persönlich werde es nur spielen, weil es von Arkane ist und nicht, weil ich Lust darauf hätte. Denn das Letzte, was wir heutzutage brauchen, sind noch mehr Shooter, die sich nicht ernst nehmen, damit alle Charaktere nerven und man alles, was einem einfällt, als Microtransaction verkaufen kann, ohne auf den Ton oder das Setting achten zu müssen. Oh nein!
Ja. Heroes in a Half-Shell. Oh nein, nicht Shredder's Revenge. Kennt ihr? Oh, nö. Ich kann es nicht. Das ist mein Chernobylite dieses Jahr. Wenn ich das morgen bei der PC Gaming Show oder irgendwo nochmal sehe, dann gehe ich komplett kaputt. Zugegeben. Ich bin kein Fan von den Ninja Turtles. Ich fand diese Marke immer sehr albern und kann mich so überhaupt nicht mit diesem Franchise anfreunden. Aber das ist vollkommen okay. Shredder's Revenge ist kein Spiel für mich, sondern für die Fans der Vorlage. Und nach den ganzen miesen Mobile-Spielen sowie der Katastrophe Mutants in Manhattan von Platinum Games gönne ich es diesen Leuten auch, mal wieder ein gutes Turtles-Spiel zu bekommen. Ich habe kein Problem mit dem Spiel an sich, sondern mit dem Marketing. Dieses Spiel ist uns allen unheimlich auf die Nerven gegangen. Ständig wurde es auf den Präsentationen wieder und wieder gezeigt, ohne dass es bahnbrechend Neues zu sehen gab. Was willst du auch großartig zeigen? Es ist ein Beat'em-up. Man läuft von links nach rechts, manchmal sogar von rechts nach links und kämpft gegen Gegner. Muss man das so unglaublich ausschweifend vorstellen, damit auch der letzte Volltrottel es kapiert hat? Ich freue mich für die Fans, das tue ich wirklich, aber ich bin auch erleichtert, dass das Spiel nun endlich draußen ist und mich ab jetzt endlich in Ruhe lässt. Es sieht halt immer noch genauso aus wie die letzten 10 Male davor, wo ich es gesehen habe. Ja. Es ist ein Sidescrolling Beat'em-up. Herzlichen Glückwunsch, die gibt's seit 1985 oder so. Das Remake von The Last of Us ist in jeder Hinsicht überflüssig. Man könnte sich kein unnötigeres Remake ausdenken, wenn man es versuchen würde. Nichts von dem, was Naughty Dog an dem Spiel ändern wird, könnte jemals diese neue Veröffentlichung zum Vollpreis rechtfertigen. Ihr habt es vielleicht vergessen, aber das Spiel hat bereits eine überarbeitete Version in Form von The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4 erhalten. Dieser Port lieferte noch eine verbesserte Spielerfahrung, denn man konnte das Spiel sogar auf dem Basismodell der PS4 mit 60 FPS spielen. Eine sinnvolle Neuerung, schließlich hatte The Last of Us auf der PS3 mit der Performance so seine Schwierigkeiten. Und ihr könnt die PS4-Disc der Remaster-Version in diesem Augenblick in eure PS5 schieben und das Spiel problemlos spielen. Welchen Mehrwert wird das Remake überhaupt bieten können, wenn es nur um die Grafik geht und in den Vergleichsbildern die alte Version des Spiels teilweise auch noch besser aussieht? Ich hielt die Gerüchte bezüglich des Remakes immer für einen Scherz, aber dass Naughty Dog dieses Projekt nun wirklich in die Tat umsetzt, ist schon bemerkenswert schmerzfrei. Wenn das Remake also im September tatsächlich erscheint, steht ihr vor der Wahl, ob ihr den Vollpreis für eine möglicherweise leicht bessere Grafik bezahlen wollt oder euch lieber die Remaster-Version für einen Bruchteil des Preises holt. Das Gameplay wird nämlich dasselbe sein. Was für ein Blödsinn! Es gibt einen derzeitigen Trend bei Videospielen, den ich absolut nicht leiden kann. Besagter Trend besteht daraus, Spiele aus verschiedenen Genres mit Deckbuilding-Mechaniken zu kombinieren. Ob Rollenspiel, Echtzeitstrategie oder sogar Survival-Spiele. Entwickler aus aller Welt haben aus irgendwelchen Gründen das Konzept für sich entdeckt, das Gameplay klassischer Genres mit Kartensystemen anzureichern. Ich finde all das völlig bescheuert, das sage ich ganz ehrlich. In der Anfangsphase, wo es mit Slay the Spire oder Griftlands nur ein paar solcher Spiele gab, war das ja noch in Ordnung. Aber mittlerweile scheint der gesamte Indie-Sektor fast nichts anderes mehr machen zu wollen. Es ist ermüdend und ich will kein einziges dieser Spiele jemals auch nur mit dem Arsch anfassen. Inmitten dieser ganzen Farce kam dann Zoetti daher und wurde noch einmal besonders frech. Nicht nur handelt es sich bei diesem rundenbasierten Rollenspiel um ein, in den Worten des Entwicklers, Poker-based Roguelike, es ist halt auch nicht mehr als das. Während die meisten Spiele zumindest ein Kartensystem mit eigenen Effekten, Wertigkeiten, Mechaniken und Artworks auf die Beine stellen, spielt ihr in Zoetti mit normalen Spielkarten.
Je nachdem, was man auf der Hand hat, kann man die bekannten Pokerhände ausspielen, um verschiedene Fähigkeiten und Angriffe zu entfesseln. So funktioniert das Prinzip und ich war im Stream einfach fassungslos, als ich das gesehen habe. Das ist unverschämt, das ist extrem faul, es ist noch eine Stufe unter den ganzen anderen Indie-Studios, welche immerhin versuchen, dem Kartenspiel einen Twist zu geben. Zoetti ist der letzte Sargnagel eines Trends, der mir unglaublich gegen den Strich geht. Das muss aufhören und zwar sofort. Und so haben wir die E3 2022 hinter uns gebracht. Euren Input zu den größten Enttäuschungen der diesjährigen Präsentationen erwarte ich dann in den Kommentaren. All unsere Livestreams zu den einzelnen Showcases findet ihr wie immer in der Playlisten-Sektion des Kanals und in der Beschreibung dieses Videos. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr, wenn die E3 auch wieder offiziell stattfinden soll. Es wird großartig!